Herzlich willkommen zu Spirit. Sie ist ein Abbild der Liebe Jesu Christi, die Ehe. So wie Jesus die Kirche liebt und sein Leben für sie hingegeben hat, so sollen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben. Und umgekehrt sollen die Ehefrauen ihre Männer lieben, wie die Christen ihren Erlöser und Heiland, nämlich von ganzem Herzen. Dies ist ein hoher Anspruch für beide, für Männer wie für Frauen, eine lebenslange Aufgabe, die nie ganz perfekt erfüllt werden kann. Ein Priester, der sich intensiv mit dem Sakrament der Ehe befasst hat, ist Pater Martin Ramm aus der Schweiz, ein Priester der Priesterbruderschaft St. Petrus. Mit ihm möchte ich nun mein Gespräch über das Ehesakrament fortsetzen. Herzlich willkommen, Pater Ramm, zu diesem zweiten Teil. Grüß Gott. Laut dem Johannesevangelium hat Jesus Christus sein erstes Wunder bei einer Hochzeit vollbracht, nämlich bei der Hochzeit zu Kana. Wie deuten die Kirchenväter dieses Wunder? Die Menschwerdung Jesu steht im Ganzen in einem bräutlichen Kontext. Christus ist gekommen als Bräutigam, wie Johannes der Täufer sagt, um sich eine Braut zu erwerben, das Gottesvolk. Und dass Jesus sein erstes Wunder auf einer Hochzeit gewirkt hat, ist sicher kein Zufall. Es war eine Hochzeit und es war ein Wunder der Verwandlung. Die Kirchenväter sagen, dass ähnlich wie Jesus zuvor im Jordan sich hat taufen lassen, um dem Jordan, dem Wasser, die Kraft zu geben, im Sakrament der Taufe die Sünden zu tilgen und die Taufe zum Sakrament erhoben hat, so auch Jesus bei der Hochzeit in Kana die Ehe zum Sakrament erhoben hat. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Das Wasser bedeutet die natürliche Ehe, so wie Gott sie im Anfang eingesetzt hat. Und Jesus hat dieses Wasser in Wein verwandelt. Das ist irgendwie eine höhere Seinsweise für das Wasser. Er hat sie erhoben zum Sakrament. Die natürliche Ehe ist das Wasser, die sakramentale Ehe ist der Wein. Ja, die Ehe ist ein Sakrament, da steckt ja das Wort Sacer drin, lateinisch, das heißt auf Deutsch heilig. Wie ist die Heiligkeit der Ehe theologisch begründet? Es gibt einen sehr schönen Text von Papst Pius XI, Castico Nobili, eine Enzyklika über die Ehe. Und er sagt, die Heiligkeit der Ehe ist dreifach begründet. Erstens darin, dass Gott im Anfang, als er den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat, er auch die Ehe eingesetzt hat. Der zweite Grund liegt darin, Jesus hat die Ehe nach den ursprünglichen Absichten des Schöpfers wiederhergestellt. Denn wir glauben, dass etwas geschehen ist, was wir den Sündenfall nennen, wodurch die ursprüngliche Ordnung gestört war. Jesus hat die Ehe wiederhergestellt nach den ursprünglichen Absichten des Schöpfers. Und das Dritte, das ist der Höhepunkt, Jesus hat die Ehe erhoben zum Sakrament des neuen Bundes. Eine mögliche Vorstufe der Ehe ist die Verlobung. Warum empfehlen Sie den jungen Paaren, den Pärchen, eine Zeit der Verlobung zu durchlaufen? Das hat vielleicht zu tun mit einer gewissen Klugheit, Pädagogik. Wir haben etwas Ähnliches im Religiösen. Wenn jemand in einen Orden eintritt, dann kommt er nicht, klopft an die Tür und macht gleich seine ewigen Gelübde, sondern er ist erst einmal Gast, er ist Kandidat, er macht ein Postulat. Dann gibt es zeitliche Gelübde und dann gibt es die ewigen feierlichen Gelübde. Und irgendwie so etwas Ähnliches ist dann bei der Trauung, bei der Ehe, wenn man sich erst einmal kennenlernt, eine unverbindliche Schnupperphase, eine Freundschaft, die dann aber ernst wird. Und durch eine Verlobung wird es gewissermaßen amtlich, dass man miteinander geht. Die Verlobung war früher mehr auch mit einem rechtlichen, praktischen Aspekt. Das ist heute etwas in den Hintergrund getreten. Aber es geht doch auch darum, dass man eine Grundlage braucht, um die Hochzeit zu planen, um die künftige Wohnung, das Haus zu planen und so weiter. Ich denke, heute hat es auch noch den geistigen Aspekt oder man hat nun eine besondere Berechtigung, auch die Familie, das anderen kennenzulernen. Und man ist vom Moment der Verlobung an nicht mehr Freund und Freundin, sondern man ist nun in den Brautstand getreten und ist Braut und Bräutigam.
Sie haben gerade von der Planung der Hochzeit gesprochen. Da gehört selbstverständlich auch das Brautexamen dazu. Da geht es jetzt nicht um Noten. Welche Art von Prüfung, Examen ist da gemeint? Das Brautexamen besteht darin, dass man zu einem Pfarrer geht. Normalerweise ist das der Pfarrer am Wohnort der Braut. Es kann aber auch der Pfarrer am Wohnort des Bräutigams sein. Das heißt, es ist ein Priester, der normalerweise das Brautpaar kennt. Und das Brautexamen besteht darin, dass dem Brautpaar dann sehr konkrete Fragen gestellt werden, die darüber vergewissern sollen. Also nicht nur, dass die Personalien aufgenommen werden, sondern eben auch die Frage, ob sie frei und ungezwungen als wesentliche Voraussetzung für die Gültigkeit der Ehe kommen, dass sie in Freiheit darum bitten, dass sie die nötigen Kenntnisse haben über die wesentlichen Eigenschaften der Ehe, dass sie wissen, was eine Ehe ist und das nötige Wissen, die nötige Kenntnis und dass sie wirklich das wollen, was die Kirche und eine Ehe versteht. Das ist ja ein großes Programm, das kann man sicherlich nicht in 10 Minuten alles unterbringen. Sie sind ja selbst Priester und haben schon viele Paare getraut. Wie lange dauert denn so ein Brautexamen? Das Brautexamen geht in wenigen Minuten. Das ist ein Bogen, der ist vorgefertigt. Aber das macht man, wenn die Ehevorbereitung geschehen ist. Ja, dann müssen beide auf beiden Seiten jeweils unterschreiben, dass sie die wesentlichen Eigenschaften der Ehe kennen, bejahen, wollen. Beim Ja-Wort vor Gottes Angesicht am Traualtar, da entsteht ja ein Eheband zwischen den Brautleuten. Was hat es mit diesem Eheband auf sich? Man spricht von einem Vinculum Matrimonii, einem Band. Das entsteht, dass die beiden auf eine geheimnisvolle, geistige Art und Weise verbindet, bis der Tod sie scheidet. Wir kennen 3 Sakramente, die ein unauslöschliches Merkmal in die Seele einprägen. Das bleibt in alle Ewigkeit. Taufe, Firmung und Priestertum. Und dieses Eheband steht irgendwie in einer Analogie zu diesem unauslöschlichen Merkmal. Es ist eine geistige Wirklichkeit, die gleichzeitig auch eine gnadenhafte Wirklichkeit ist. Und in diesem Eheband ist das Anrecht auf die Gnaden, die Eheleute brauchen, um dann einander treu zu sein und um ihre standesgemäße Vollkommenheit zu erlangen. Das heißt, selbst wenn sich beide trennen, bleibt dieses geistige Band bestehen. Genau, bis der Tod eines der beiden Ehegatten dieses Band auflöst. 2 wesentliche Eigenschaften, Wesensmerkmale der Ehe sind die Einheit und die Unauflöslichkeit. Könnten Sie zunächst mal die Einheit näher erklären? Die Einheit bedeutet, dass die Ehe von Gott eingesetzt ist als ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Und da ist die Ehe des ersten Menschenpaares ist praktisch der Prototyp. Adam und Eva, so wie Gott es gedacht hat, ursprünglich vor dem Sündenfall. Und wenn man ins Alte Testament hineinschaut, merkt man, es ist nicht mehr so. Es gab die Vielehe. Wenn man bei David und Salomon schaut, merkt man sehr, sehr deutlich, dass es nicht mehr die Einheit ist, die Gott gedacht hat. Auch als Bild der Liebe Gottes zu seinem Volk, seine Braut, sein Volk. Das geht dann schon in die Unauflöslichkeit der Ehe über. Könnten Sie auch die Unauflöslichkeit weiter erläutern? Ich denke, es entspricht der Logik der Liebe, endgültig zu sein und auch ausschließlich zu sein. Ein Ja ist ein Ja, das gilt. Das schafft auch für das Paar eine gewisse Sicherheit. Aber so hat Gott sich das gedacht. Wir kennen aus dem Evangelium, dass die Sadduzäer nicht an die Unauflöslichkeit der Ehe geglaubt haben. Sie haben das in Frage gestellt. Aber Jesus sagt, im Anfang war es nicht so. Sie sollen ein Fleisch sein. Sie sollen eins sein. Die Kirche lehrt dann einen doppelten Ehezweck, die Weitergabe des Lebens und das gegenseitige Gattenwohl. Könnten Sie auch diesen doppelten Ehezweck weiter erläutern? Dieser Zweck der Weitergabe des Lebens ist sehr eng verbunden mit dem ursprünglichen Schöpfungswerk.
Der Schöpfer hat Mann und Frau geschaffen, hat ihnen die Gabe der Fruchtbarkeit gegeben, gibt ihnen Anteil am Schöpfungswerk, um die Erde zu bevölkern. Es ist für die Menschheit eine natürliche Notwendigkeit, dass sie sich fortpflanzt. Und Gott hat, so lehrt es die katholische Kirche, die Ehe zum allein legitimen Ort der Weitergabe des Lebens bestimmt. Und man kann auch mit der Vernunft recht gut einsehen, dass es keinen Ort gibt, der besser dazu geeignet ist, das leibliche und seelische Wohl der künftigen Generation zu gewährleisten. Das ist das, die Weitergabe des Lebens. Und gerade aus der Weitergabe des Lebens, aus dem Vater- und Mutterwerden, entstehen Aufgaben, die zum Teil recht anspruchsvoll sind. Und in der Erziehung, es geht nicht nur darum, das Leben weiterzugeben, sondern um das, was man begonnen hat, dann auch zu sorgen, ergänzen Mann und Frau einander. Das ist das erste Mutuum Exsequium, das heißt die gegenseitige Hilfeleistung. Die Frau schenkt dem Mann, Vater zu werden, und der Mann seiner Frau, sodass sie als Vater und Mutter zur Vollendung kommen können und dann auch in ihrem ganz persönlichen, als der Adam geschaffen wurde, hatte er eine perfekte Umgebung in der Natur, im Tierreich. Und doch hat dem Adam irgendetwas gefehlt zu seinem persönlichen Glück. Und erst als der Adam seine Eva hatte, war für ihn die Schöpfung vollendet. Also in vielfacher Hinsicht sind Mann und Frau füreinander geschaffen, was dann noch einmal eine ganz besondere Aktualität gewinnt, wenn man miteinander alt wird. Und wo es von großem Vorteil ist, jemanden zu haben, der an der Seite steht.